Ja, ich bin Peter Erasmus und ich betreibe die Kinos Atelier am Bollwerk und Delphi Arthouse Kino in Stuttgart. Geschäftlich kann man sich vorstellen, wir haben am 2. November mussten wir die Türen wieder schließen, das zweite Mal. Wir haben schon vom 13. März bis zum 10. Juni hatten wir schon mal 3 Monate geschlossen, jetzt sind also 6 Monate innerhalb von einem Jahr. Und wenn nicht die zahlreichen Unterstützungen sowohl vom Land als auch vom Bund da wären, sowohl kulturell als auch wirtschaftlich, dann wären wir schon längst nicht mehr da. Ja, man hat erst gedacht, naja gut, das ist jetzt in 6 Wochen erledigt und Weihnachten spielen wir wieder. Wir waren alle blauäugig, muss man dazu sagen. Aber Sie wissen, wie es gelaufen ist und wie es jetzt läuft. Und wenn Sie die Aussichten hören, die uns da von einigen Ministerpräsidenten, Herr Günther in Schleswig-Holstein und Herr Weil in Niedersachsen, haben ja schon mal gesagt, wie sie sich das vorstellen. Und da ist die Kultur wieder mal erst bei einem Inzidenzwert von unter 10, sollen die Kultureinrichtungen öffnen dürfen. Und dann können wir natürlich wahrscheinlich, werden wir alle nicht überleben. Das kann es nicht gehen, kann nicht sein. Man kann die Kultur nicht einfach als nicht wert deklassieren. Und wir kommen immer, wenn über Inzidenzien gesprochen wird, kommen wir immer kurz vor den Bordellen. Wir machen mit den Bordellen auf und zu. Also das kann es einfach nicht sein. Das ist ein Skandal. Die Öffnung, wir haben das ja schon durchexerziert. Wir hatten im September ein Zusammentreffen der Branche, das war ja damals erlaubt. Und da wurde der Saal 50% belegt. Man musste eine Maske im Saal tragen und es blieb immer ein Stuhl zwischen den Personen frei. Man durfte also auch 2 Leute, die zusammenkamen, konnten nicht zusammensitzen, weil die Stühle dazwischen einfach blockiert waren. Und da hatten wir 50% Auslastung und das waren 6 oder 7 Tage, wo wir da zusammen waren, immerhin 500, 600 Leute. Es hat nicht eine Infektion gegeben. Und in der ganzen Zeit hat es überhaupt nirgendwo in der Welt in einem Kino eine Infektion gegeben. Ähnlich wie in Theatern, in Opernhäusern. Weil die Leute sind natürlich besonders vorsichtig auch. Das sind schon die Vorsichtigeren, die da zu uns kommen zumindest. Und insofern finde ich das viel, viel weniger ansteckend, als wenn sie sich beim Edeka durch die Regale durchdrücken müssen. Die Filme werden jede Woche, kann man fast sagen, oder jetzt, wenn immer wieder neue Ankündigungen kommen, werden die Starttermine weiter vorhergeschoben. Wir werden sogar, wenn wir öffnen dürfen, werden wir im Herbst ein Gemetzel erleben, weil viel zu viele Filme auf Halde jetzt liegen, die alle darauf warten, ins Kino zu kommen. Es wird ein richtiger Verteilungskampf sein. Und dann bei weniger Kinos. Hier in Stuttgart haben ja 16 Säle zugemacht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn unsere Gäste alle geimpft sind, aber wir werden nicht da stehen und einen Wachmann dafür abstellen, dass kontrolliert wird, ob jemand geimpft ist. Das will ich nicht und das können wir nicht. Es kann natürlich sein, sage ich mal, in einer ferneren Zukunft, wenn 70-80% geimpft sind und es gibt Leute, die sich tatsächlich weigern, das zu machen, dass man dann, aber da müsste erstmal die Bundesbahn und die öffentlichen Verkehrsmittel, wenn die sagen, ihr dürft nur rein, wenn ihr geimpft seid, dann würde ich mich dem anschließen. Aber ich werde niemals alleine vorpreschen und sagen, nur wer geimpft ist, kommt rein. Das kann es nicht sein. Sehr, sehr wahrscheinlich, wir haben das gemerkt, kurz vor der Schließung, da waren die Kinos auf einmal voll. Wir hatten wirklich die ganzen Auslastungsgrenzen, haben wir bis zum Anschlag ausfüllen können. Die Leute sind regelrecht geströmt die letzten 4 Tage, nachdem sie wussten, am 2. gibt es nichts mehr. Das war ähnlich für andere Sachen, das war für Restaurants so. Und ich glaube auch, dass nach der Wiedereröffnung ein großer, großer Hunger nach Kultur wieder da ist. Man sitzt ja nur noch zu Hause und ich glaube, die Leute werden auch merken, dass Streaming keine Alternative zum Kino ist oder zur Oper oder sowas. Man kann sich das natürlich zur Not mal da angucken, aber das ist doch kein Erlebnis mehr, wenn man im Jogginganzug auf der Couch rumlümmelt, eine Flasche Bier in der Hand und kommt nicht mehr aus dem Haus raus. Die Leute werden danach dürsten, rausgehen zu dürfen, die Restaurants werden voll sein, die Kinos werden voll sein, die Opernhäuser werden voll sein. Vor allen Dingen, wenn dann die Impfung weiter fortgeschritten ist. Ja,
Es wird uns ja von der Politik viel versprochen, von den angekündigten Unterstützungen, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, haben wir jetzt zweimal 50.000 Anzahlungen bekommen. Aber das ist ein Drittel von dem, was wir kriegen sollten. Das hat man uns versprochen, wir kriegen es noch nicht. Wo eine enorme Unterstützung da ist, das ist das BKM, also die Frau Grütters mit ihrem Kunst- und Kulturministerium. Wirklich, da haben wir offene Türen. Jedes zweite Wort, was sie sagt, ist, Kino muss wieder öffnen. Und sie guckt auch, dass wir Geld bekommen. Also da haben wir auch im letzten Jahr viel Geld von denen bekommen. Weitere Unterstützung bekommen wir durch die MFG, die Medien- und Filmgesellschaft hier in Baden-Württemberg. Auch die unterstützen uns. Dann unser Publikum kauft Kinoretter-Gutscheine. Wir haben schon über 3.300 Gutscheine verkauft, à 20 €. Das ist natürlich ein Darlehen, das man uns gibt, das man ja wieder einwechseln wird irgendwann. Aber trotzdem, es ist eine unglaubliche Unterstützung durch unsere Kunden da und unsere Kinofans, die daran glauben, dass wir das Kino wieder aufmachen und darauf hoffen und wollen, dass wir wieder aufmachen. Die Sachen laufen natürlich ab. Das ist jetzt hier noch bis 30. bis 22.03. Darf ich das noch verkaufen? Wir gehen jetzt mal intern alle davon aus, dass wir irgendwann Anfang bis Mitte April wieder spielen können. Das sind die derzeitigen Pläne.